achten Sie bitte aufeinander. Das muss diese Veranstaltung auszeichnen. Und insofern freue ich mich nunmehr auf die Worte von Monika Gruber, die zu diesen Initiatoren letztendlich zählt. Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen zu unserer heutigen Kundgebung unter dem Titel Saturday for Future, weil wir müssen am Samstag demonstrieren, weil wir am Freitag arbeiten müssen. Meine Lieben, da sieht man mal, was ein einziger Mensch bewegen kann. Ein einziger Mensch. Franz, das hättest du auch nicht gedacht, oder? Ein einziger Mensch steht mit einem Schüttel am Rathaus und traut sich das und heizt an, ich weiß nicht, ein paar Tausend da, wir schätzen so circa 6.000, 8.000. Der Rest ist noch auf dem Weg, steht im Stau auf der FDO. Das ist einfach geil, oder? Das ist einfach geil. Ich finde es schon. Ursprünglich wollten der Franz und ich eine unpolitische Veranstaltung. Und dann sind wir da schon geschimpft worden. Ja? Wir sind geschimpft worden, weil wir eine Demo machen. Jetzt schimpft es, weil Politiker da sind. Aber ich sage, Leute, sind wir zumindest froh, dass wir in Bayern nur Politiker haben, die uns zumindest nur zuhören. Das bringt den Protest dahin, wo er hingehört, in die Mitte der Gesellschaft. In die Mitte der Gesellschaft. Wir dürfen die Diskussion nicht den Rändern überlassen. Leute, seid vernünftig. Außerdem haben wir Glück, dass Wahljahr ist. Also zwei da heute mit einem Optiker allein gestanden, glaube ich. Gut, auch nichts gegen die Franz, gell? Und nochmal zum Mitschreiben, nochmal für alle zum Mitschreiben. Wir sind keine Klimawandelleugner. Wir sind gegen wirklich, also wir sind für sinnvolle Klimaschutzmaßnahmen. Und warum sollten wir dagegen sein? Wir leben da, meine Familie lebt seit zig Generationen da. Das ist meine Heimat. Ich möchte bewahren für meine Neffen und nicht ihr wahrscheinlich, für eure Kinder und für eure Enkelkinder. Und deshalb fordern wir eine Klimapolitik mit Vernunft, Besonnenheit und Transparenz. Und das, was von Herrn Habeck und von den Grünen gefordert wird, das ist Zerstörung. Mutwillige und unwiderrufliche Zerstörung. Zerstörung von Wohlstand, Zerstörung von Wohneigentum und von Existenzen. Und das bringt niemand was, auch übrigens der Umwelt nicht. Wir sind, Freunde, die Mitte der Gesellschaft. Wir sind doch die, die jeden Tag aufstehen. 10, 12, 14 Stunden hackeln. Wir halten doch den Karren am Laffer. Die Politik müsste sich eigentlich jeden Tag bei uns bedanken. Das macht sie aber nicht. Stattdessen ignoriert die aktuelle Politik den Mehrheitswillen von den Leuten, den Mehrheitswillen der Bevölkerung. Die Mehrheit will doch keine Wärmepumpe, die der Staat auf Knopfdruck bei Bedarf abschalten kann. Aus demselben Grund will die Mehrheit auch kein Elektroauto. Die Mehrheit will auch nicht gendern. Die Mehrheit will auch nicht gesagt werden. Die Mehrheit will auch nicht gesagt werden, dass sie nur noch 10 Gramm Fleisch pro Tag essen dürfen. Weil wenn du am Montagmittag in der Kantine eine Currywurst gegessen hast, dann hast du deine Monatsration verfressen. Ich lebe seit über 50 Jahren in diesem Land. Und ich habe noch nie so eine Regierung gesehen, die so bürgerfeindlich, leistungsfeindlich und wirtschaftsfeindlich agiert. Deshalb sage ich auch immer, man wählt so lange grün, bis das Geld von den Eltern ausgeht. Und deshalb hoffe ich halt, dass die Politik sehr genau zuhört. Denn das, liebe Freunde, das war nicht einfach nur ein einmaliger Aufschlag. Wir haben halt eine Duftmarke gesetzt und der Protest geht weiter. Und das nächste Mal sind wir auf der Theresienwiese. Und da sind wir 50, 70, 100.000 Leute. Jawohl. Wenn sie rausgeht, findet ihr so Handzettel, werden euch die Orten in die Hand geben, wo ihr erfahrt, wie der Protest weitergeht. Und jetzt noch ein bisschen was Organisatorisches. Ihr werdet es eh schon gesehen haben. Jetzt rechts von mir sind Getränkestandl. Da holt ihr euch was zum Trinken. Bitte schaut, dass ihr nicht, oder achtet auf euren Nachbarn, wie es der Max gesagt hat, dass keiner in Oma voll schlecht wird. Es gibt ein bisschen was zum Essen. Früher haben wir nicht, aber ich habe auch noch nie in meinem Leben eine Demo organisiert. Also wir haben alles zusammengeratzt, was geht. An dieser Stelle nochmal Dank für alle freiwilligen Helfer. Natürlich auch Max nochmal ganz herzlichen Dank. Ohne einen Bürgermeister wie Max war das überhaupt nicht möglich gewesen. Und nochmal wirklich, also ein Applaus für ihn. Der hat es nicht verdient, dass man ausfüllt. Wirklich. So. Dann darf ich mir nur wünschen. Ich darf mir das wünschen.
dass die Veranstaltung halt friedlich bleibt, dass sich keiner provozieren lässt. Wir sind ja alle füreinander, miteinander. Wir schaffen das nur gemeinsam, auch wenn einer eine andere Position hat. Es sind noch andere Demos angemeldet, halt hinten ist die AfD, da ist irgendeine grüne Demo, sehr lustig mit dem Titel Gruber bleibt bei deinen Leisten. Nett? Ja, möchte ich sagen, Freunde, ich hab zumindest Leisten, auf die ich zurückgreifen kann, gell? Ja, ich hab zwei abgeschlossene Berufsausbildungen. Das sind so zwei mehr wie jeder durchschnittliche Bundestagsabgeordnete von den Grünen. Und jetzt darf ich einfach sagen, sind wir froh, dass wir noch Politiker haben, die uns zuhören. Und deshalb einen Applaus für unseren Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder.